Das auf 20 und Geschicklichkeit auf 28. Jo. So, bei den Fähigkeiten weiß ich allerdings gar nichts über sie. Alle Mann an Deck. Was haben wir hier? Seemannsbein. Isabellas umfassende Kampferfahrung gewährt ihr Boni auf kritische Trefferchance. 25 Crit. So, was haben wir hier? Alle Mann an Deck. Über den Bug. Gewissenheit. Ich denke, wir sollten uns mal ein paar Attacken holen hier. Durchlöchern, ermorden, Zwillingsfangzähne, explosiver Treffer. Natürlich nicht unbedingt dieselben Attacken wie unser Hawk jetzt hat. Die hat hier bei Halunke, glaube ich, auch. Nee, aber bei Halunke ist die ganz gut. Ich denke, lasst mich mal kurz gucken, was bringt der Autostufenaufstieg. Der hat doch jetzt bestimmt... Ah, sie hat hier, das hat sie bekommen. Explosiver Treffer und Zwillingsfangzähne. Ja, habe ich gesehen. Das hat Isabella jetzt also als Fähigkeit bekommen. Und sonst hat sie hier ja noch gar nichts. Was haben wir hier? Der Nackt-Talisman aus Messing. 10 Gesundheit, 10 Mana, Ausdauer und Heilungsrate. So, geben wir ihr mal Lebenstein. Können wir ihr leider nicht geben. Geben wir ihr. Sonst, der Rest hat ja sein Equip noch dabei. Dann kriegt sie noch 18 Angriff oder verzierter Ring. Nee. Wir geben ihr den Gürtel der Ungewissenheit. Sie bekommt einen von diesen Gürteln hier. Ich glaube, den mit 15 mehr Angriff. Ja, 15 Angriff. Dann, was haben wir hier denn noch? Dann kann sie noch einen Ring tragen. Jo. Und sie kann noch zwei Ringe tragen. Also den und, jo. Jetzt habe ich keinen mehr. So, dann schaue ich, was ich hier noch habe. Ich denke mal, bei ihr bringt Waldersine jetzt was, oder? 28 Schaden. Der bringt Elektrizität 30 pro Sekunde. Stab des Hypnotiseurs, okay, vergesst, was ich gesagt habe. Den braucht sie auch, weil sie auf Elektro ist. Und wisst ihr was? Ich versuche jetzt Meryl zu spielen. Ich versuche jetzt Anders Freundschaft und Meryl Freundschaft plus 5. Yo! Wir gehen jetzt weiter tief ins Gebäude und suchen Fenris. Nun, zwei vergessene Magien an einem Tag, das ist selten. Oh Gott. Das ist eigentlich ein langsamer Ort, das Nichts. Ohne viele Überraschungen. Ich war nicht sicher, ob mir das hier gefällt. Aber es hat Potenzial. Ein Dämon der Trägheit. Denkt an Aktivität, an Laufen und Springen und dergleichen. Nennt mich Torpor. Ich habe einen Vorschlag, der euch vielleicht interessiert. Sprecht, aber ich verspreche nichts. Ihr seid bestimmt wegen des Magiers Fenrir hier, oder? Zwei der mächtigsten Dämonen dieser Welt buhlen um die Kontrolle. Oh mein Gott. Ich bin leider kein Krieger und könnte ihnen nichts entgegensetzen. Aber falls doch, würde ich mit der Macht des Jungen nur meine Stellung in Nichts festigen wollen. Ich wäre keine Bedrohung für eure Welt. Was bietet ihr mir an? Thema vertiefen. Erzählt mir von den Dämonen. Ja, es sind also zwei der mächtigsten Dämonen der Welt, aber ich denke mal, der soll uns da jetzt nicht vollquatschen, sondern eher, wie kann ich denn Fenrir retten? Wie kann man diese Dämonen besiegen? Beide erschen für Fenrir eine Illusion. Ihr müsst ihm helfen, sie abzulehnen. Aber seid vorsichtig. Zerbricht der Traum zu schnell, nimmt auch sein Verstand Schaden. Er muss die Erkenntnis selbst haben. Was bietet ihr mir jetzt an, um damit wir ins Geschäft kommen? Wenn ich euch also helfe, Besitz von Fenrir zu nehmen, greift ihr Kirkwall nicht an? Uns drängt es zur Welt der sterblichen Welt, um mit einer lebenden Seele zu verschmelzen. Wenn ich das erreicht habe, was sollte ich da noch von den Euren wollen? Ich will nur Macht gegen die Meinen. Ich bin mir nicht sicher, dass wir das tun sollten. Bringt mir Fenrir und ich gebe euch, was ihr verlangt. Macht, Magie, Geld, die Stärke von 10 Männern. Ich will Macht, ich will Wissen, ich will Magie. Ich arbeite nicht mit Dämonen. Aber... Ich werde der Versuchung nicht erliegen, Teufel. Wie ihr meint. Egal. So, dann gibt's jetzt mal einen fetten Kampf und ich kann gleich mal Meryl als erstes testen. So, was setzen wir als erst ein? Den Kettenblitz, da bin ich jetzt gespannt drauf. Und haust du rein.
Haust du. Wow, haust du rein oder haust du rein? Du bist erledigt. Ach du. Was war da? Oh mein Gott, der Sturm. Der Sturm haut ja mal richtig schön rein. So, kann ich mich mit Isabella unterhalten? Was sagst du dazu? Es tut mir sehr leid, was mit Bethany geschehen ist. Ja. Ich hätte gut auf einen weiteren Grund verzichten können, die dunkle Brut zu hassen. So, da vorne ist Fainreals Verlangen. Und was ist hier Fainreals Stolz? Gehen wir erstmal in Fainreals Stolz rein. Was haben wir denn hier? Moment, jetzt sagt mir nicht, das wurde so konzipiert, dass wir hier... Das ist ja geil. Fainreals Stolz, das ist praktisch jetzt so ein Traum von ihm. Und wir können hier in ganz viele einzelne Räume gehen. Ach du Heilige. Die sind aber alle leer, oder? So, ich denke, das werden dann zwei Dämonen sein. Zwei richtig harte Kämpfe, so stelle ich mir das vor. Und ohne Bethany kann das Ganze ja mal richtig lustig werden. Wir gehen jetzt hier erstmal rein. Oh oh. Was erwartet mich da? Hallo? Wieso verschwinden wir? Ach du Heilige. Wer bin ich denn jetzt? Mein Volk, ich präsentiere euch unsere Hoffnung. Seine Züge mögen ihn zum Menschen machen, aber durch sein Herz fließt das Blut der Dales. Er ist jetzt ein Gefangener des Zirkels, aber durch uns wird er die Freiheit finden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie ist ein Dämon. Das ist nicht die Hüterin, Fainreal. Dämonen können eine andere Gestalt annehmen. Er lügt. Der erste Verzauberer ist ein Handlanger der Templer. Nein, schweig, Dämon. Genau davor warnt der Zirkel immer. Versuchung. Ihr seid nicht die Hüterin. Mutters Volk hat keinen Zirkel, aber es paktiert nicht mit Dämonen. Lauf! Ihr, warum habt ihr euch eingemischt? Darum. Come on, Baby. Show me your boobs. Jetzt geht's los. Da werden wir einen fetten Kampf annehmen. Seine Macht und die meine verbunden. Fainreal hätte die Welt verändert. Nur als euer Sklave. Es gibt kein ehrliches Geschäft mit einem Dämon. Nicht? Dann ist es also Lüge, wenn ich euren Gefährten anbiete, was Fainreal ausgeschlagen hat. Was? Meint ihr, diese Elfin mit ihrem unschuldigen Gesicht würde das Angebot eines Dämons ausschlagen? Meryl? Hat sie früher auch nicht. Du würdest doch nicht annehmen. Würdet ihr nehmen, was ich dem Jungen angeboten habe? Spross der Dänisch, Retterin der Elfen? Meryl, du wirst Nein sagen. Das denn? Meryl? Ich bin der Mächtigste meiner Art. Was immer euch euer Schoß und ein Tricks beigebracht hat, verblasst dagegen. Dämonen hintergehen euch am Ende immer. Ich kann euch nicht über das Schicksal meines Volkes stellen. Ihr habt mir meinen Träumer genommen. Nun werdet ihr seinen Platz einnehmen. Bringen wir es hin! Gut, dann machen wir... Nein, wieso? Meryl ist jetzt unsere Gegnerin. Nicht wirklich, oder? Nicht wirklich, oder? Das ist jetzt mal sowas von bescheuert. Das ist ja mal richtig bescheuert. Aber Meryl kriegen wir schnell kaputt, denke ich. Yo. Meryl geht relativ schnell down. Und jetzt dürfen wir diesen... Dämon hier platt machen. So, da ist noch ein geisthafter Elf. So, den machen wir platt. Und wisst ihr, was mir gerade mal so auffällt, Leute? Hallo? So, das war's auch mit dem Kampf. Isabella ist ja mal, das ist ja mal verdammt geil, mit der zu spielen. Also, Schurke eigentlich, die hüpfen hier rum, das ist doch eigentlich ganz witzig. Das ist doch eigentlich ganz, also ich finde das eigentlich ganz geil. So, wir gehen jetzt mal zurück und ja, ich hab mir das jetzt ein bisschen größer, ein bisschen heftiger vorgestellt hier, aber naja. Oha, wo kommen die? Wo sind die? Wo müssen Gegner? Magier das aushalten? Ist das Leute, Leben? Wo sind hier Gegner, Leute? Da sind Gegner. Nein, da sind Gegner. Gut, ich sehe es. Was bist du? Dämon des Zorns. Isabella, komm mal rüber jetzt hier. So, machen wir den mal platt. Erstmal Zwillingsfangzähne. Jetzt die anderen Fähigkeiten. Awesome. Was ist das denn für eine Fähigkeit? Die gefällt mir. Gerissenheit. Wenn ich das drücke, kann sie dann auf einmal... Nee. Oha, Verstohlenheit. Ja, die kann auf jeden Fall einen fetten Rückwärtssalto. Episch. So, wir gehen mal in die Tür hier. Und ich
Moment, wo kommen wir denn jetzt hier hin? Ich glaube, diese Türen bringen uns alle ja nicht weiter, diese Nebengänge. Aber sonst... Oder doch, hier ist ein Fass. Und das wird einfach nur nach da oben gesetzt. Wir können uns hier ja auch nichts irgendwie mitnehmen oder so. Gut, gehen wir nochmal zurück. Denn wir wollen jetzt hier vorne hin. Fainreals Dingster sollte das sein. Fainreals nicht Stolz, sondern das andere da. Erstmal, wie kommen wir zurück? So, schon mal nicht. Okay, wo muss ich hin? Hier vorne muss ich doch hin, um hier rauszugehen, oder? Ich glaube das ja, hier. So, wir müssen nämlich hier hin. Fainreals Verlangen, genau, das ist es. Nicht Stolz, sondern Verlangen. So, wir verpuffen wieder als Geister. Wir verblassen wieder und schlüpfen in die Rolle von ihr. Gut. Genau so, Fainreal. Druck beim Abstrich, dann hochheben. Gut. Ich lasse dich bald alle meine Briefe schreiben. Wenn ich gewusst hätte, wie klug du bist, hätte ich dich schon vor Jahren mit ins Geschäft gebracht. Heißt das, ich kann mit dir nach Antiva kommen, Vater? Mutter sagte vielleicht diesen Sommer. Stimmt's, Mutter? Dein Vater wollte nie etwas mit dir zu tun haben. Vertraue ihm nicht. Warum belügst du mich? Hör nicht auf sie, Sohn. Sie hat sich immer für dich geschämt. Sie wollte dich loswerden, damit sie zu den Delish zurückgehen kann. Ich bin derjenige, der dich liebt. Aber warum erinnere ich mich nicht an dich? Das ist ein Dämon. Das ist nicht dein Vater, Fainreal. Du wirst von einem Dämon im Nichts festgehalten. Ein Dämon? Nein, nein, ich will das. Dann vergiss nicht, dass das dir das Einzige entrissen hat. Was du jemals wolltest. Ah! Renn! Ihr habt ihn gegen mich aufgebracht. Ups, ihr seid ein Monster. Ich will nicht kämpfen. Doch, ups. Reiner Zufall. Ich wollte nur helfen. Also wirklich, also echt, tut mir leid. Nehmt mir meine Schoßtiere und ich nehme eure. Wie loyal sind die Gefährten, die ins Nichts... Leute, Evelyn, Isabella... Würde eure Piratenkönigin bleiben, wenn das offene Meer ruft? Moment, Isabella, du vertraust dem Dämon nicht. Was hältst du davon? Wir haben schon Meryl verloren. Eine Brigantine mit 2 Masten und 4-eckigem Topsegel. Und 100 gut gebaute Kerle, die... Nix da! Isabella, das ist ein Dämon! Sie wird dir nichts davon sagen. Du suchst doch nach einem hoch aufgeregten Mast-Top. Hallo? Das ist ein Dämon, Isabella. Lasst euch nicht locken. Isabella? Nun, wenn es kein Dämon wäre, könnte er auch keine Wünsche erfüllen. Doch, Isabella, es ist ein Dämon! Die Sirenengesang 2 wartet im Hafen von Kirkwall. Ich bin unter den Pelzen in der Kapitänskabine. Nein, 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 fall doch nicht ich auf... Ich habe nie vorgegeben, etwas anderes zu sein als eine Piratin. Isabella, du... Nein! Jetzt haben wir auch noch Isabella von... Das gibt's doch gar nicht, oder? Ja, was soll ich denn jetzt hier noch großartig machen? Hallo? Wo gibt's denn sowas? So... Was haben wir hier jetzt noch? Schatten? Ich hoffe, dass Evelyn hier genug Power hat. Aber nein, warum verlieren wir hier die ganze Zeit unsere Leute? Jetzt sagt mir nicht, dass ich auch noch Evelyn gleich verlieren werde. Das wär's ja noch. So, was haben wir hier? Ein Schatten. Oh mein Gott. Was ist das hier nur für ein Ort? Wir wollten doch nur Fainreal retten, aber... Isabella und... Nein, da ist Fainreal. Aber Isabella und... wer waren das jetzt? Moment. Isabella und Meryl, die sind doch jetzt nicht wirklich beide verschwunden und tot, oder? Fainreal, Junge, was ist hier los? Ich kann hier keinen Augenblick länger bleiben. Die Schreie. Überall höre ich Albträume. Wie Menschen schreien, fliehen, ihre eigenen Arme abreißen, nur um zu entkommen. Es ist eine Welt voller Monster. Und sie wollen alle mich. Bitte, helft mir zu entkommen. Helft mir zu sterben. Wie ihr wünscht. Ihr werdet nicht sterben. Wenn ich euch hier töte, vernichte ich nur euren Geist. Ihr werdet ein Besänftigter. Davor hatte ich so lange Angst, dass ich nicht mal mehr den Grund dafür kenne. Leben
traumlos schlafen. Niemals das Flüstern eines Dämons hören. Es wäre ein Segen, gerade so als stünde man an der Seite des Erbauers. Es ist unangenehm und schwierig, aber richtig. Tut es. Durchstoßt mein Herz mit dem Messer. Aber... Gut, ich glaube, Fenrir muss dann sterben und, warum? Warum sterben hier eigentlich alle? Ach, weißt du, komm, wie ihr wünscht und, ach, verreckt doch, Kleiner. Schließ die Augen, Fenrir. Ihr werdet das Nichts nie mehr sehen. Ich werde dich erlösen. Danke. Und, du wirst deinen Frieden finden, Kollege. Ich würde mal sagen, stirb. Nein, ich würde sagen, Ruhe in Frieden, mein Freund. Fenrir, du bist eindeutig tot. Was passiert mit uns? Fenrir ist ein Besänftigter. Oh, es tut mir leid. Ein Besänftigter? Dabei wollte er lieber sterben, als eine wandelnde Statue zu werden. Mein armer Junge. Was habt ihr ihm angetan? Ich kann da nichts für... Es ist ein schreckliches Schicksal. Aber manchmal muss man abwägen zwischen dem Stamm und dem Leid eines Einzelnen. Es war Fenrirs Entscheidung, nicht mit der Versuchung zu leben. Nein, ich muss zu ihm. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Das war sicher keine leichte Entscheidung. Danke, dass ihr sie getroffen habt. Ich möchte mich entschuldigen. Man vergisst leicht, dass sich Dämonen mit Worten nicht binden lassen. Euer Gefährte ist vor einiger Zeit erwacht. Niemand ist gegen das Angebot eines Dämons immun. Ihr habt die richtige Entscheidung für Fenrir getroffen. Dieses Buch gehörte dem letzten Träumer unseres Stammes. Seine seltene Magie ist unbezahlbar. Bitte nehmt es. Als Zeichen meiner Dankbarkeit. Wisst ihr, warum ich gerade so durchatmen kann, Leute? Ich habe gerade gesehen, dass Isabella und Meryl ja dann doch noch da sind. Wow. Schon wieder ein Stufenaufstieg. Ja, jetzt geht's aber ratzfratz, zack, zack hier. Stufe 12 schon. Awesome. Ja, und mir ist gerade aufgefallen. Oh, zum Glück habt ihr mich nicht verlassen. Oh mein Gott. Ich freue mich gerade einfach nur so. So, und ich schau mal, was wir hier bei Evelyn machen können. Ich denke, Konstitution wäre mal wieder gar nicht so gut, wäre mal gar nicht so schlecht. Klugheit erhöht deine Death. Ja, und du hättest mehr kritisch, mehr Chance auf kritischen Schaden, genau. So, hier könnten wir jetzt Stärke wieder hochpushen, aber ich denke, du brauchst doch eigentlich einfach mal wieder Konstitution, also einfach mehr Gesundheit. Da brauchst du doch wieder, oder? Ja, brauchst du auf jeden Fall. Das machen wir auch. Auf Schlachtenmeister haben wir jetzt Verstärken, Kräfte sammeln. Ja, da kaufe ich mir irgendwie noch gar nichts. Bei Behüter weiß ich jetzt nicht, was ich hier machen soll. Heimzahlung, Nahkampfangriffe gegen Evelyn, der in Kurzzeit mit einem sofortigen Gegenangriff beantwortet. Schaden 14 pro Gegenangriff. Ich denke, wir holen uns erstmal... Ich denke, wir pushen bei ihr alles auf Waffe und Schild hoch, denke ich. Ja, ich denke, wir machen mal... 400% gegen benommene Ziele, körperlicher Schaden, 23, dreifach Batterie. Ja, wir holen uns das jetzt einfach mal. Denn Evelyn ist ja praktisch auch einfach nur auf, wie soll man sagen, einfach, wirklich einfach nur auf, wie heißt das? Schild und Schwert. So, und bei ihr wieder ganz standardmäßig Magie hoch. Und wir skillen bei ihr diesmal bei Dalish ausgestoßener. Wunden der Vergangenheit, körperlicher Schaden 153, gegnerische Rüstung kurzzeitig 0, Schadenresistenz 0. Auf jeden Fall geben wir ihr diese Fähigkeit. So, und wir brauchen, glaube ich, weiter bei uns Geschicklichkeit bei unserem Hawk. Ja, 20 Geschicklichkeit. Awesome, ich glaube, so verskillt ist er gar nicht mehr. Und wir haben jetzt exakte Präzision bei Schatten ja die ganze Zeit, stimmt. Aber... was holen wir uns denn hier mal? Bogenschießen ist natürlich dumm. Unvorbereitet könnten wir zu... Nein, könnten wir nicht weiter skillen. Was haben wir hier? Noch irgendwas Wichtiges, was höher muss? Ermorden oder durchlöchern? Hinterhältiger Angriff hat jetzt eine kürzere Regenerationszeit. Durchlöchern ist doch das hier. Nein, dann ist es das. Jo. Oder wir holen uns den gnadenlosen Treffer. Ja, den holen wir uns.
100% Crit, denn wir werden auf jeden Fall bei den Fähigkeiten hier holen wir uns zwei Waffen. Das werden wir auf jeden Fall voll ends fertig skillen, denn wir werden auch immer, also das kann ich euch jetzt schon sagen, wir bleiben immer auf zwei Waffen. So, Evelyn Freundschaft, nächtliche Schrecken und erhaltene Gegenstände, Buch der schlafenden Ältesten. So, jetzt möchte ich mal schauen, ob wir irgendwie mit Evelyn schon wieder, ja, wir sind schon wieder mehr Freund als Feind. Und was habe ich denn so Schönes im Inventar? Abortür des Bands. Okay, dafür habe ich mein Schild, ja. Wow. So, und wir schauen mal, ob wir hier nicht irgendwie noch was haben. Ah, jetzt müsste ich, glaube ich, meine... Moment, Rüstung des Walds. Wir haben jetzt eine... Wieso haben wir denn die jetzt an? Fällt mir auf. Natürlich ziehen wir die Rüstung des Walds wieder an. Die hatten wir ja davor schon. Aber wir wollen doch die... War das die Rüstung des letzten Abstiegs oder Heilsberg des Drachenjägers? 460 Feuerresistenz. 12 Rüstung. Voraussetzung Schurke Gegenstandsset Bonus. Okay, Rüstung des letzten Abstiegs. Brustteil Gargard. Ich denke, ich will lieber die... Moment. Das ist allgemein mehr auf kritischer Schaden. Aber hier, ich denke, 20 Stärke, 20 Konstitution, ja, 18 Konstitution. Unser Schurke könnte auch mal wieder ein bisschen mehr vertragen. Ich weiß, aber das kommt dann auch beim nächsten Stufenaufstieg. Das geht ja jetzt gerade relativ schnell. Wie viel haben wir denn jetzt gerade? 868 von 12.000, ja. Das kann doch ein bisschen dauern, aber beim nächsten Stufenaufstieg skillen wir das denn so. Denn ich will ja auch Heilsberg des Drachenjägers da tragen. So, und bevor wir weitermachen bei Dragon Age 2, werde ich erstmal abspeichern, denn ich nehme mittlerweile, glaube ich, schon seit hier nehme ich auf. Und ich habe schon eine Spielzeit von über 13 Stunden, auch nicht schlecht. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier bei Dragon Age 2. Bis dahin. Tschö, tschö.